بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, des Alabamas Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben beim Kapitel 18, was lautete das Beschreiben des Wie, Takyif und das Gleichsetzen mit Geschaffenem, At-Tamthil. Und wir haben gesprochen über den Unterschied zwischen Takyif und Tamthil. Und heute möchten wir uns diesem Kapitel weiterhin widmen, allerdings mit einer neuen Überschrift, das heißt der Unterschied zwischen Tashbih und Tamthil. Der Unterschied zwischen Tashbih und Tamthil. Und zunächst einmal, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen sprachlich gesehen? Tamthil, wie wir schon mehrmals gehört haben, kommt vom arabischen Wort Mithl. Mithl heißt dasselbe. Das heißt, Tamthil bedeutet deswegen religiös gesehen, dass wir oder dass jemand einen Namen oder eine Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala gleichsetzt. Er sagt, es ist dasselbe. Damit ist genau dasselbe gemeint. Zum Beispiel, wenn wir von der Hand Allahs sprechen, dass jemand sagt, genau dasselbe ist gemeint wie bei einem Menschen die gleiche Hand oder dieselbe Hand. Und Tashbih ist etwas Ähnliches wie das. Tashbih kommt vom arabischen Wort Shabbaha. Shabbaha heißt vergleichen. Das heißt also, man kann reden von einem Vergleich bzw. von einer Verähnlichung. Diese beiden Begriffe, Tashbih und Tamthil, werden beide manchmal als Synonyme verwendet. Und der Ahlus Sunnah wal Jama'ah wird manchmal dieser Begriff vorgeworfen. Man sagt ihnen vor, sie machen Tashbih. Man nennt, also die Feinde der Ahlus Sunnah, sie nennen sie Mushabbiha, das heißt diejenigen, die Tashbih machen. Für uns Muslime, wenn wir von der Thematik sprechen, glauben an die Namen Allahs und seine Eigenschaften, was ist besser, dass wir sagen, also wir haben ja diese vier Begriffe kennengelernt, einmal Ta'til, Tahrif, Takyif, und ist es besser, dass wir jetzt den Begriff Tamthil verwenden, dass wir eine Gleichsetzung Allahs mit seiner Schöpfung ausschließen, oder Tashbih, das heißt eine Verähnlichung. Und der Autor sagt, jetzt an dieser Stelle, es ist besser, den Begriff Tamthil zu verwenden und nicht den Begriff Tashbih zu verwenden. Und zwar aus mehrerlei Gründen. Er sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Erstens, dieser findet sich auch in den Worten Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagte, laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala den Begriff des Tamthil verwendet. Und wenn er den Begriff des Tamthil verwendet, dann ist es natürlich besser, dass wir auch den Begriff des Tamthil verwenden. Denn wenn Allah wollte, hätte er, subhanahu wa ta'ala, den Begriff Tashbih auch verwenden können. Surat Shura 42,11. Den Wortlaut der Offenbarung aber beizubehalten, ist besser, als diesen zugunsten eines anderen Wortlautes aufzuheben. Zweitens, wenn durch die Verwendung des Begriffes Tashbih ausgedrückt werden soll, dass es absolut keine Ähnlichkeit gibt, dann ist das falsch. Das heißt, wenn es unterstreichen soll, dass die Schöpfung Allah in keinster Weise gleicht, dann ist es falsch. Warum? Das ist darum falsch, weil es zweifellos Gemeinsamkeiten gibt, nämlich was die ursprüngliche Bedeutung einer Eigenschaft betrifft. Also noch einmal, wir haben, wenn wir von Tamthil sprechen, verleugnen wir eine Gleichsetzung. Das ist klar, dass das Wissen Allahs nicht so ist wie das Wissen eines Menschen. Aber verleugnen wir auch die Verähnlichung bzw. eine Ähnlichkeit in jeglicher Hinsicht? Wenn wir das verleugnen würden, dann bräuchten wir nicht den gleichen Begriff verwenden. Dann würden wir nicht vom Wissen Allahs sprechen, wenn dieser Begriff Wissen nicht eine gewisse Ähnlichkeit hätte mit dem Wissen, das ein Mensch auch besitzt. Deswegen, die Wirklichkeit ist eine andere, aber die Ähnlichkeit liegt in der ursprünglichen Bedeutung.
Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala, der Mensch hat Wissen. Auch Allah azza wa jal hat Wissen. Diese Ähnlichkeit besteht, denn wir verwenden ja das gleiche Wort. Und das Wort hat ja irgendeine Bedeutung. Aber die Wirklichkeit dahinter, das heißt, ist das Wissen Allahs wirklich wie das Wissen des Menschen? Nein. Das Wissen Allahs beinhaltet das Wissen der Menschen und noch mehr. Und deswegen Allahs Wissen ist zum Beispiel vollkommen. Es gibt nichts, das er nicht weiß. Allah weiß nicht nur das, was in der Vergangenheit liegt, er weiß auch, was in der Zukunft ist und was in der Gegenwart ist. Allah weiß sogar, was gewesen wäre. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Wissen ist auch in der Hinsicht vollkommen, weil es nicht abnimmt, wie beim Menschen, der Mensch vergisst und so weiter und so fort. Deswegen, die ursprüngliche Bedeutung dieser beiden Worte ist natürlich die gleiche und deswegen ist es besser, dass wir den Begriff Tashbih nicht verwenden, sondern den Begriff Tamthil verwenden, wenn wir über vier Voraussetzungen sprechen, wie wir an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala zu glauben haben. Der Autor sagt zum Beispiel hinsichtlich des Wissens, der Schöpfer besitzt Wissen, der Mensch besitzt auch Wissen, somit haben beide Anteil an der ursprünglichen Bedeutung und das ist eine Form von Ähnlichkeit. Ebenso verhält es sich in Bezug auf das Hören, das Sehen, die Stärke und anderes, die Existenz. Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Der Mensch existiert auch. Ihn gibt es. Ist Allahs Existenz gleich wie die Existenz eines Menschen? Sicherlich nicht. Der Mensch, die menschliche Existenz, ihr geht eine Nicht-Existenz voraus. Allah subhanahu wa ta'ala aber hingegen ist der Erste und der Letzte und hat keinen Anfang und kein Ende, subhanahu wa ta'ala. Die Eigenschaft des Geschaffenen wird jedoch nicht mit der Eigenschaft des Schöpfers verglichen. Die Eigenschaft. Also wir haben gesagt, was wird verglichen, beziehungsweise was ist ähnlich, die ursprüngliche Bedeutung des Wortes. Aber die Eigenschaft des Geschaffenen wird nicht mit der Eigenschaft des Schöpfers verglichen. Auch wenn es in der ursprünglichen Bedeutung Gemeinsamkeit gibt. Wenn man nun meint, es bestehe absolute Ähnlichkeit, dann ist das natürlich Unsinn. Denn niemand sagt, dass der Schöpfer und seine Schöpfung vollkommen gleich sind. Also sagt niemand. Drittens, der dritte Grund, warum wir lieber den Begriff Tamthil verwenden, statt den Begriff Tashbih. Ebenso verhält es sich mit den Unterschieden. Wenn man die Meinung vertritt, es gebe keinerlei Tashbih, keinerlei Ähnlichkeit, dann lehnt man die Eigenschaften selbst ab. Wenn man aber meint, es gebe kein Tamthil, dann bestätigt man die Eigenschaften, ohne sie jedoch zu vergleichen. Noch einmal, wenn man die Meinung vertritt, es gebe keinerlei Tashbih, dann lehnt man die Eigenschaft selbst ab. Und wenn du sagst, es gibt in Bezug auf Allahs Wissen und das Wissen des Menschen keinerlei Ähnlichkeit, nicht mal was die wörtliche Bedeutung angeht, nicht mal was das Wort angeht, dann hast du das Wort an sich geleugnet. Dann sagst du, wir reden nicht von Wissen, sondern wir reden von irgendwas anderem, was wir nicht wissen, was es ist. Es wurde aber mit dem Wort Wissen wiedergegeben. Und das natürlich macht gar keinen Sinn, in keinster Weise. Deswegen, allein der Begriff ist schon gleich. Der Begriff, den ich für Allah verwende, ist Wissen. Der Begriff, den ich für den Menschen verwende, ist Wissen. Also auch in dieser Hinsicht gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, was das Wort angeht und auch was die Wortbedeutung angeht. Ich denke, dieser Punkt ist klar. Die Namen und Eigenschaften Allahs gehören zu den verborgenen Dingen, Al-Ghaib. Das Verborgene aber gründet auf der reinen göttlichen Botschaft und es ist dem Verstand nicht möglich, hier einzudringen, um die Namen und Eigenschaften Allahs zu erklären. Das heißt, dass es dem begrenzten Verstand nicht zukommt, über Allah subhanahu wa ta'ala zu urteilen. Grundlage für die Erschließung der Glaubenslehre sind darum Koran und Sunna. Und darin liegt der Beweis für die Nichtigkeit der Lehre der Asha'ira, Mu'tazila und Jahmiya, denn diese gründen die Erschließung der Glaubensgrundsätze auf der Vernunft. Also, wir haben jetzt drei neue Begriffe kennengelernt. Und was ist der Unterschied im Wesentlichen zwischen der Ahl-Sunna und Jama'a und den anderen Gruppen, die hier erwähnt worden sind?
die Asch'ariya oder Asch'a'ira, die Mu'tazila und Jahmiya, die Ahl-Sunnah al-Jama'a, sie beruht sich bei der Erschließung der islamischen Grundsätze oder der Glaubensgrundsätze auf der Offenbarung. Sie beruht sich auf die Offenbarung. Aber diese anderen Gruppen, sie berufen sich natürlich auch auf die Offenbarung, allerdings stellen sie den Verstand davor. Das heißt, der Verstand ist derjenige, der urteilt, was man zu glauben hat und wie man zu glauben hat. Die Ahl-Sunna sagt, nein, die Offenbarung ist dasjenige, das uns erklärt, was wir zu glauben haben und wie wir zu glauben haben. Der Verstand hat nur die Aufgabe zu verstehen, was er zu glauben hat. Also den Text zu verstehen, was sagt der Text aus. Das hat der Verstand, das ist die Aufgabe des Verstandes. Lass uns ein paar Worte auch verlieren zu diesen Gruppen, die wir erwähnt haben. Erst einmal, wir haben den Begriff Asha'ira erwähnt. Und hier natürlich muss man aufpassen, dass jede Gruppe beansprucht für sich, die wahren Sunniten zu sein. Jede Gruppe von sich behauptet, dass sie die Ahl-Sunnah al-Jama'a verkörpert. Also die Asha'ira, die werden dir sagen, wir sind die wirklichen Ahl-Sunnah. Und das sagt natürlich jeder. Der Begriff Asha'ira erst einmal kommt vom, das ist eine Volksgruppe. Eine Volksgruppe, ein Stamm nennt man die Asha'riyun. Das ist also erstmal, hat mit Religion wenig zu tun. Und da kommt auch der eine berühmte Sahabi, Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu. Und die Leute, die aus diesem Stamm kommen, nennt man die Asha'riyun. Und ein anderer Plural davon ist Asha'ira. Das sind zwei verschiedene Arten von Plurale. Was man natürlich jetzt in Bezug auf die Aqidah meint, ist, dass diese Menschen in ihren Glaubensgrundsätzen einer bestimmten Person aus diesem Stamm der Asch'ariten folgen. Okay? Und deswegen nennt man sie so. Und diese Person heißt Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah bi rahmatihi al-wasi'ah. Also, es handelt sich also um eine Sekte. Es handelt sich, also ich rede jetzt in Bezug auf diese Glaubenshinsetzung. Kann sein, sie beten wie wir, sie fasten wie wir, aber es geht jetzt um diese Glaubensgrundsätze, handelt es sich um eine Gruppierung, eine Sekte, die Imam Abul Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari zugeschrieben wird. Ein Gelehrter, der zwischen 260 und 324 nach Hijra gelebt hat. Möge Allah sich mit ihm, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Und dieser Imam, rahimallahu ta'ala, hat verschiedene Phasen seines Lebens durchlaufen. Zunächst einmal zu Beginn war er beeinflusst durch die Mu'tazila. Darüber werden wir gleich was sagen, inshallah ta'ala. Und zwar ganz einfach, weil sein Schwieger, offensichtlich sein Stiefvater, ein Imam der Mu'taziliten war. Und er war von ihm beeinflusst. Und er hat einiges durchgemacht in seinem Leben. Im Endeffekt ist er wieder zur Aqida der Ahl-Sunnah al-Jama'a grundsätzlich zurückgekehrt. Und zwischendurch hat er seinen eigenen Weg eingeschlagen. Und dieser Weg, den er zwischendurch eingeschlagen hat, das nennt man die Asch'ariya. Das nennt man die Aqida der Asch'ariya. Das heißt also, diejenigen Menschen, die ihm heutzutage folgen, rahimahullah, sie sind stehen geblieben in seiner zweiten Phase, kann man sagen. Manche fügen noch andere Phasen hinzu, ist aber nicht wichtig. Diese zweite Phase, viele Menschen heutzutage, die ihm folgen, sie sind bei dieser zweiten Stufe, bei seiner zweiten Phase stehen geblieben. Und es wäre besser, wenn sie ihm natürlich auch weitermachen, da er irgendwann mal am Ende seines Lebens erkannt hat, dass der einzige Weg, um Glaubensgrundsätze zu erschließen, die Offenbarungstexte an sich sind. Und deswegen blieb ihm nichts übrig, als wieder zur Aqida der Ahl-Sunnah al-Jama'a zurückzukehren, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich seiner erbarmen. Okay, das so viel dazu. Vielleicht noch ein paar Worte. Also es ist nicht sehr wichtig, so etwas zu wissen, aber als Information nebenbei. Was sind Ihre wichtigsten, kann man sagen, Überzeugungen?
Also vielleicht ein paar, drei, vier Überzeugungen, die sie haben. Sie haben zum Beispiel eine wichtige Überzeugung ist, für sie ist der Verstand, geht vor die Offenbarung. Das heißt also, wenn es zu einem Konflikt kommt, dann ist der Verstand derjenige, der bestimmt, ob das richtig ist oder falsch ist und ob man daran zu glauben hat oder ob man nicht daran zu glauben hat. Zum Beispiel, wenn sie über Allah subhanahu wa ta'ala seine Eigenschaften sprechen, sie glauben, dass Allah azza wa jal alles hören kann, so wie wir auch glauben, dass er alles hören kann, subhanahu wa ta'ala. Aber ist unabhängig davon, wenn man ins Detail geht, kann sich auch wieder Unterschiede befinden. Aber bei der Eigenschaft As-Sam', das Hören können, daran glauben sie. Aber zum Beispiel andere Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, wie zum Beispiel, dass er im letzten Drittel der Nacht hinabsteigt, daran glauben sie nicht mehr. Das heißt, der Verstand bei ihnen entscheidet, diese Eigenschaft akzeptieren wir und diese andere Eigenschaft akzeptieren wir nicht. Warum? Natürlich, Entschuldigung, warum sie manches akzeptieren und warum sie manches nicht akzeptieren, ganz einfach, diese Frage ist von ihrer Seite zu beantworten, nicht von unserer Seite, das zum einen. Und zum anderen gibt es keine logische Begründung dafür, es gibt nur Scheinbegründungen dafür. Zweite Sache, sie glauben nicht an die As-Sifat al-Fi'liya, von denen wir gesprochen haben, As-Sifat al-Fi'liya, al-Ikhtiyariya. Könnt ihr euch erinnern, wir haben über die Eigenschaften des Handelns gesprochen, die Allah subhanahu wa ta'ala macht, wann er will. Das heißt zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala steigt im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinunter. Das ist eine Handlung Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Handlung macht er subhanahu wa ta'ala, wann er will. Das nennt man so Ikhtiyariya. Ikhtiyariya heißt so viel wie freiwillig. Also er macht sie, wann er will, subhanahu wa ta'ala. Und diese Eigenschaften, wie zum Beispiel, was wir gesagt haben, das Hinabsteigen, das Kommen am Tage des Gerichtes, dass er zufrieden ist und zornig wird, subhanahu wa ta'ala, diese Sachen glauben sie nicht daran, sondern sie interpretieren das um. Drittens, von allen Eigenschaften Allahs, subhanahu wa ta'ala, grundsätzlich glauben sie an sieben davon. Alle anderen davon, entweder leugnen sie sie, das ist natürlich letztendlich der Fall, aber man kann sagen, entweder sie interpretieren sie um, oder sie sagen, Allahu a'lam, was damit konkret gemeint ist. Und könnt euch daran erinnern, ich habe gestern darüber gesprochen, über die Sache mit dem Thron Allahs selbst, subhanahu wa ta'ala, al-Arsh, sogar da, obwohl das nicht mal eine Eigenschaft Allahs ist, subhanahu wa ta'ala, sogar da sagen sie, yani, Allahu a'lam, oder manche von ihnen zumindest, Allahu a'lam, was damit konkret gemeint ist. Wenn sie fragt, was ist al-Arsh? Die sagen, al-Arsh ist al-Arsh. Das heißt, sie geben dir keine Information, weil sie befürchten, dass sie dadurch Allah subhanahu wa ta'ala mit ihren Geschöpfen vergleichen. Und das ist die ursprüngliche Krankheit, auf die wir bereits hingewiesen haben. Und dann noch vielleicht ein viertes wesentliches Merkmal. Für sie ist der Iman das, was man im Herzen bezeugt. Das, was man im Herzen bezeugt. Das heißt also, wenn ein Muslim glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala, an die Engel, die Bücher und alles, was er woran er glauben muss, dann, selbst wenn er nicht sagt, La ilaha illallah, selbst wenn er nicht betet, nicht fastet, diese Religion sozusagen überhaupt nicht umsetzt, er gilt trotzdem als gläubiger Mensch, als Mu'min, und er wird am Tag der Auferstehung erfolgreich sein. Das ist, und natürlich zu ihren bekanntesten Vertretern gehört Imam al-Haramain al-Juwayni rahimahullah, der vielleicht für manches ein Begriff, er ist derjenige, der dieses Matten über Usul Fiqh geschrieben hat, al-Waraqat, und Abu Hamid Muhammad al-Ghazali rahimahullah und andere natürlich, ja, aber das al-Baqillani und andere. So viel zu ihrer Glaubensüberzeugung. Und natürlich werden wir direkt und indirekt auf diese Sachen eingehen, zumindest auf einen Teil dieser Sachen, die sie gesagt haben, eingehen.
und das widerlegen bi idhnillahi ta'ala. Tayyib, dann gehen wir weiter. Die nächste Gruppe, von der wir gesprochen haben, ist Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila. Auch hier, wie gesagt, ist nicht wichtig, dass man diese Namen kennt und so, aber vielleicht, wenn man sie schon zum dritten Mal gehört hat, will man mal wissen, was hat es eigentlich da auf sich. Das ist einfach eine Sekte, die einer Person namens Wasil ibn Ata' zugeschrieben wird. Und der Begriff Mu'tazila kommt vom arabischen Wort Azala. Azala bedeutet entfernen bzw. sich zurückziehen. Und wir merken uns lieber den Begriff sich zurückziehen. Und es geht einfach darum, dass eines Tages dieser Mensch in der Sitzung von Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri, einer der Imam der Tabi'in, dass er einmal in seiner Sitzung war und sich mit ihm gezankt hat. Und der Auslöser war offensichtlich, dass er gesagt hat, ein Fasiq meint man damit jemanden, der eine große Sünde begeht, ohne sie zu bereuen, oder der auf kleinen Sünden beharrt. Er sagte ein Fasiq, und sie meint damit natürlich in erster Linie, die große Sünden begehen, sagte, der Fasiq ist weder ein Mu'min noch ein Kafir. Er sagte, es ist weder ein Gläubiger noch ein Ungläubiger, sondern er sagte, er ist in einer Zwischenstufe zwischen diesen beiden Stufen. Farabisch Mansila bain al-Mansilatain. Und Yawm al-Qiyamah wird er in die Hölle gehen für immer. Das ist ihre Aqida. Und daraufhin hat ihn Al-Hasan Basri aus der Sitzung rausgeschmissen. Und er hat dann dadurch dieser Mann diese Gruppe verlassen, diese Sitzung von Ahl-Sunnah al-Jama'ah verlassen. Und deswegen hat man ihn als Mu'tazilit bezeichnet und seine Anhänger heißen Mu'tazila. Tayyib. Auch über seine, über ihre Schule kann man vielleicht ein paar wesentliche Punkte erwähnen. Und zwar ein wesentlicher Punkt in ihrer Aqida ist es, also sie haben da so berühmte 5 Punkte, ich kann auf ein paar eingehen. Einmal den Tawhid. Damit meinen sie aber, dass Allah subhanahu wa ta'ala natürlich ein einziger ist und so weiter, aber sie wollen damit sagen, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gar nichts zuschreiben, sondern sie beschreiben Allah nur durch Abschreiben. Denn sie haben Angst, sobald du Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuschreibst, ob es die Hand ist oder die Augen sind oder was anderes, dann haben sie Angst, dass der Mensch dadurch Allah subhanahu wa ta'ala vermenschlicht. Und deswegen sagen sie einfach, sie sagen nichts über Allah, sondern sie sagen alles, wie Allah nicht ist. Ja? Also sagen sie, Allah subhanahu wa ta'ala ist weder lang, noch kurz, noch breit, noch hat er eine Farbe, noch hat er einen Geruch, noch hat er, a'udhu billah, solche Sachen. Und jeder weiß, subhanallah, dass wenn man so etwas sagt, dann ist das kein Lob. Das ist kein Lob. Sondern Loben ist, dass du Allah etwas Gutes zuschreibst. Deswegen sagte Allah, walillahi al-asma'ul husna. Wie dem auch sei, wollen wir uns damit nicht viel beschäftigen. Jeder weiß, der einen gesunden Menschen verstanden hat, dass das ihr Glaube ist. Dann haben sie eine andere Sache, und zwar die Gerechtigkeit, al-adl. Und sie glauben, aber natürlich Gerechtigkeit, wir alle glauben an Gerechtigkeit, ja, von Allah subhanahu wa ta'ala. Nur ihr Glaube hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Übel erschaffen hat. Versteht ihr, darum geht es. Ja? Weil sie sagen, das würde der Gerechtigkeit widersprechen und so weiter und so fort. Spielt für uns keine große Rolle. Dann, wie ich gesagt habe, sie glauben auch an Al-Manzila bain Al-Manzilatain. Das heißt, sie glauben, dass ein Fasiq in einer Zwischenstufe ist. Das heißt, jemand, der so lange Hosen hat, über die Fußknöchel, er ist bei ihnen kein Mu'min mehr, aber er ist auch kein Kafir und am Ende wird er für immer und ewig in der Hölle landen. Und jemand, der Alkohol trinkt, jemand, der Zina begeht und so weiter und so fort. Dann haben sie einen weiteren Glaubensgrundsatz, dass sie glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Shafa'a in Bezug auf große Sünder nicht akzeptieren wird
und dass sie für immer und ewig in der Hölle sein werden. Dieser Punkt hängt natürlich stark zusammen mit dem Punkt davor. Und noch ein paar andere Sachen haben sie, an die sie nicht glauben oder glauben, aber im Endeffekt hängt das alles zusammen mit ihrem Problem des Glaubens an die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Tayyib, so viel zu dieser Gruppe der Mu'tazila. Und dann haben wir noch eine dritte erwähnt, und zwar Al-Jahmiyyah. Jahmiyyah ist auch ein Name, der abgeleitet ist aus dem Namen einer Person. Und zwar geht es um eine Person, die heißt Jahm ibn Safwan. Er ist gestorben im Jahr 128. Eigentlich ist er nicht nur einfach gestorben, sondern ist getötet worden. Und dieser Jahm ibn Safwan, Jahmiyyah, sie sind bekannt dafür, dass sie alle Eigenschaften Allahs leugnen und dass sie glauben, dass der Koran al-Karim ein Geschöpf Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, sie glauben nicht, dass der Koran die Worte Allahs sind, mit Allah uns davor bewahren. Letztendlich sind diese ganzen Aqaid natürlich Kufr, weil ob jemand die Eigenschaft Allahs leugnet oder ob er alle leugnet, letztendlich ist es Kufr, nur dass die Ahl-Sunnah nicht die Gruppen, wie zum Beispiel Asha'ira, als Kuffar bezeichnet hat, zumindest nicht pauschal. طيب. Der Autor sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, Grundlage für die Erschließung der Glaubenslehre sind für die Ahl-Sunnah, Quran und Sunnah, und darin liegt der Beweis für die Nichtigkeit der Lehre der Asha'ira, Mu'tazila und Jahmiyyah, denn diese gründen die Erschließung der Glaubensgrundsätze auf der Vernunft. Also der Sunni, der normale Muslim, er liest den Koran und er glaubt daran, was Allah sagt. Die anderen sagen, nein, wir glauben an einen Teil und verleugnen einen anderen Teil, auch wenn sie es nicht mit eigener Zunge so sagen. Ihre Glaubenslehre aber, von der sie behaupten, sie sei vernunftgemäß, ist tatsächlich ein Irrweg, denn sie bestätigen für Allah das, was der Verstand bestätigt, und lehnen das ab, was der Verstand ablehnt, selbst wenn der Koran und die Sunna des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam es bekräftigen. Die Ahl-Sunna aber sind frei von beidem, von den Aussagen jener, die offenbarten Texte entstellen, Tahrif, und den Begriffen jene Bedeutung absprechen, die Allah sich selbst erhaben ist, er damit beabsichtigte Ta'til, und ihnen neue Bedeutungen zuweisen. Dazu gehört die Asha'ira, die etwa behaupten, Istawa bedeutet Istawla. Und das ist, übrigens kann man selbst mal nachmachen, wenn man einfach ein paar verschiedene deutsche Koran-Übersetzungen anschaut. Schaust du dir mal an, wie die Ayah in Surat Taha 5 oder alle anderen 6 Stellen im Koran übersetzt werden. Wenn das Begriff Istawa kommt, wie wird es übersetzt? In manchen Koran-Übersetzungen heißt es, der Al-Abama hat seinen Thron eingenommen, zum Beispiel, obwohl es heißen muss, er hat sich über den Thron erhoben. Okay? Und das Interessante ist, sie denken, dadurch sind sie dem Problem entkommen, und in Wirklichkeit sind sie dem Problem nicht entkommen, denn auch ein Mensch kann, ein König kann auch seinen Thron einnehmen. Insofern haben sie immer noch das gleiche Problem wie vorher, weil sie haben gesagt, wie kann ich sagen, Allah hat sich über seinen Thron erhoben, das ist eine Bewegung, die ein Mensch macht. Deswegen sage ich nicht, Allah hat sich über den Thron erhoben, sondern er hat den Thron eingenommen. Und wir sagen, das gleiche kannst du auch über das Einnehmen sagen, und du hast sozusagen dein Problem nur verlagert und nicht gelöst. Der Autor sagt, dazu gehört die Asha'ira, die etwa behauptet, Istawa bedeutet Istawla, und die dabei nicht nur die eigentliche Bedeutung leugnet, sondern auch den Wortlaut entstellt. Ta'til und Tahrif. Ebenso sind die Ahl-Sunnah frei vom zweiten Weg, nämlich dem Weg derer, die dem Text jene Bedeutung absprechen, die Allah mit ihm beabsichtigte und für denselben überhaupt keine Bedeutung bestätigen. Das ist der Weg des Überlassens, Tafwid.
jener Unwissenden, die, wenn sie gefragt werden, was die Bedeutung von Istawa sei, antworten, dass Allah es wohl am besten wisse. Wir haben darüber gesprochen, Tafwid, haben wir gesagt, bedeutet überlassen oder bevollmächtigt. Aber sagen wir mal, bleiben wir beim Wort überlassen. Also, was überlässt die Ahle Sunna und Jama'a Allah subhanahu wa ta'ala hinsichtlich der Namen und Eigenschaften Allahs? Wer kann das beantworten? Jazakallahu khairan, die Art und Weise, Al-Kayfiyya. Und was die Ahle Sunna al-Jama'a Allah subhanahu wa ta'ala in Anführungszeichen nicht überlässt, weil er es uns ja auch mitgeteilt hat, subhanahu wa ta'ala, ist nämlich die Bedeutung der Namen und Eigenschaften Allahs. Denn wie soll ich an etwas glauben, wenn ich nicht weiß, was es bedeutet? Und diejenigen, die das eine haben, wird Tafwid al-Ma'na genannt, das ist das Falsche. Und das andere haben wir Tafwid al-Kayfiyya genannt und das ist das Richtige, was man machen muss. Yani. Und diejenigen, die es falsch machen, die sagen Tafwid al-Ma'na, das heißt, das sind diejenigen, wenn du sie fragst, was bedeutet denn al-Arsh? Er sagt dir, Allahu A'lam. Fragst ihn, was bedeutet denn Yadullah, die Yad von Allah, was ist Yad? Er sagt, Allahu A'lam. Fragst ihn, Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shayin qadir. Das heißt, übersetzt, er hat zu allem die Macht. Was heißt qadir? Er sagt dir, es bedeutet, er ist allmächtig. Du fragst ihn ja, warum plötzlich da wusstest du es und bei den anderen wusstest du es nicht? Weil er unterscheidet, wie wir gesagt haben, zwischen den abstrakten Eigenschaften und den konkreten Eigenschaften. As-Sifat al-Khabariyya, das sind die konkreten und die anderen waren die Sifat, das haben wir gesagt, die konkreten und die anderen waren die abstrakten, al-Ma'nawiyya. Der dritte Weg, jene, die die Eigenschaften Allahs mit Geschaffenem gleichsetzen und diese bestätigen. Somit erkennen sie Allah das zu, was er für sich selbst bestätigt, übertreiben darin aber und sagen, Allah nehme in derselben Weise auf seinen Thron Platz wie ein Mensch, der sich auf seinen Stuhl setzt. Und diese Sache glauben wir nicht, weil wir ja gesagt haben, Laysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Die Ahle Sunna stehen diesen drei Lehren fern. Sie bestätigen hinsichtlich Allahs das, was er über sich selbst bekräftigt und mit eben dieser seiner Bedeutung, ohne nach dem Wie zu fragen. Takif. So bestätigen sie etwa das Istiwa Allahs, das sich erheben über den Thron. Das Wie aber kennt allein Allah. Die grundlegende Bedeutung desselben aber leugnen sie nicht. Denn wer vor dem Ähnlichen zu flüchten sucht, der ist bereits hineingeraten. Das ist der Satz, den ich öfter schon erklärt habe. Denn wer vor dem Ähnlichen zu flüchten sucht, der ist bereits hineingeraten. Denn keiner versucht, die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala umzuinterpretieren, Ta'wil zu machen, oder Tahrif, Gott bewahre, es sei denn, er denkt, dass diese Eigenschaft Tamthil bedeutet. Weil er Angst hat vor Tamthil, macht er Ta'wil. Deswegen, denn wer vor dem Ähnlichen zu flüchten sucht, der ist bereits hineingeraten. Denn du versuchst nur zu flüchten, wenn du schon glaubst, dass es sich hierbei um Tamthil handelt, obwohl Allah das selbst gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Wenn nämlich die Hand Allahs etwa im Sinne von Macht oder Vermögen zu verstehen sei, dann besitzen Macht und Vermögen auch die Geschöpfe. Also das, was du versucht hast zu lösen, deine Lösung, stellt eigentlich wieder ein Problem dar, nur plötzlich möchtest du nicht mehr darüber nachdenken. Die Ahle Sunna wal Jama'a bestätigen die jeweilige Eigenschaft Allahs so, wie sie in Koran und Sunna genannt wird und überlassen das Wie dieser Eigenschaft Allahs. So bestätigen sie die Bedeutung von Istawa mit sich erheben und hoch sein. Die Art und Weise dieses Erhebens aber kennt Allah und wir besitzen kein Wissen darüber. Zu den Beweisen dafür, dass jegliches Herstellen von Ähnlichkeiten abzulehnen ist, gehören jene der Offenbarung. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, Allsehende. Surah 42, Vers 11.
Das ist eine deutliche Ablehnung des Gleichsetzens mit geschaffenem Temthil. Ebenso seine Worte: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Das ist Sura Maryam, Sura 19, Vers 65. Der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so diene ihm und sei beharrlich in seinem Dienst. Weißt du etwa einen, der Kennzeichen gleich den seinen besäße? Das ist eine rhetorische Frage. Nein, es gibt niemanden, der Kennzeichen den seinen besäße. Subhanahu wa ta'ala. Wobei hier der Frage selbst die Bedeutung der Zurückweisung zukommt. Deswegen haben wir gesagt, die rhetorische Frage. Allah sagte: وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Und niemand ist ihm jemals gleich. Diese Worte weisen alle darauf hin, dass jede Gleichsetzung abzulehnen ist und sie alle entstammen der Offenbarung. Was die entsprechende Aufforderung aber betrifft, so sagt der Erhabene: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es noch besser wisst. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Formen und Arten und Weisen im Koran gehört, sprachliche, stilistische Mittel, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns verbietet, ihn subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen gleichzusetzen. Und eine Form davon ist, dass er es selbst, sich selbst beschreibt, dass ihm niemals etwas gleich ist. Und diese andere Form, stilistische Mittel, wäre, dass er uns verboten hat, das zu tun. Das heißt ähnliches, Entschuldigung, Allah sagt ebenfalls: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. So prägt Allah keine Gleichnisse. Sura 16, Vers 74. Die Beweise der Vernunft aber sind offensichtlich. Beweise der Vernunft wäre zum Beispiel: das Geschöpf kann nicht sein wie der Schöpfer. Denn das Geschöpf war vorher nicht da. Der Schöpfer war schon immer da. Also kann es nicht sein, dass das Geschöpf die gleichen Eigenschaften besitzt wie der Schöpfer. Wenn er die gleichen Eigenschaften besäße, dann wäre das Geschöpf auch anfangslos. Aber es wurde ja geschöpft, also kann es nicht anfangslos sein und so weiter. Das heißt, das sind Vernunftbeweise, sind sehr, sehr eindeutig. Wir möchten jetzt, inshallah ta'ala, uns noch ein paar Zitate anhören von unseren edlen Imamen, die wir teilweise kennen und die wir teilweise kennen sollten. Beginnen wir mit einem der Imame von Ahl al-Sunnah al-Jama'a, al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Das sind ein paar Zitate. Erstmal kurz: Imam al-Shafi'i heißt eigentlich Muhammad ibn Idris. Und er ist derjenige, nach dem heutzutage eine ganze Rechtsschule bezeichnet wird. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat in seiner Handlung viel Segen gelegt. Und er gehört zur Generation der Atba' al-Tabi'in. Da haben wir gesagt, Sahaba, dann die Tabi'un. Und dann die Atba' al-Tabi'in. Das heißt, die dritte der drei Generationen, von denen wir sprechen, wenn wir von den ersten drei Generationen sprechen. Und er ist gestorben im Jahr 204. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Und er ist aus Quraysh. Er ist der einzige der vier Imame, der aus Quraysh stammt. Er sagte, rahimahullah ta'ala: Wir glauben an Allah. Also ist jetzt hier wichtig, weil dieser Imam hat sehr, sehr viele Anhänger. Und diejenigen Menschen, die ihm vertrauen, im Fiqh und ihm folgen, wir sagen ihm: Wieso vertraust du ihm im Fiqh und vertraust ihm nicht in der Aqida? Ist das kein Widerspruch? Und wir sagen: Sehr wohl ist ein deutlicher Widerspruch. Wie? Man könnte doch sagen, er ist bewandert und kennt sich aus in der Aqida, Entschuldigung, im Fiqh, aber in der Aqida kennt er sich nicht aus. Könnte doch sein. Er sagt, die Antwort ist aber: Die Aqida ist nicht vom Fiqh zu trennen. Denn im Fiqh gibt es zum Beispiel ein Kapitel, geht es über Al-Irtidad oder Al-Ridda. Al-Ridda ist der Abfall vom Glauben. Das heißt, der Faqih muss Ahnung von der Aqida haben. Sonst kann er niemals urteilen, dass die Person so und so vom Islam abgefallen ist. Okay? Deswegen also, wenn du das trennen möchtest, hast du ein Problem. Du wirst niemals die Aqida vom Fiqh trennen können. Und dieser Imam, rahimahullah ta'ala, sagte, ich betone das deswegen, weil es gibt Menschen, wir haben ja vorhin von Abu al-Hasan al-Ash'ari gehört,
Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah. Und manche Leute folgen ihm in seiner Glaubenslehre, die er, wie gesagt, selbst nachher verlassen hat. Aber manche folgen ihm in seiner Glaubenslehre. Und im Fiqh, subhanallah, folgen sie anderen Gelehrten. Und das ist, will ich aufzeigen, ist ein Widerspruch. Und Imam al-Shafi'i zum Beispiel, rahimahullah, er sagte, wir glauben an Allah und an das, was von Allah gekommen ist. Gemäß dem Willen Allahs. Und wir glauben an den Gesandten Allahs und das, was vom Gesandten Allahs gekommen ist, gemäß dem Willen des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sehr einfach. Also du glaubst einfach das, was überliefert worden ist. Fertig. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, ich glaube, über ihn hatten wir auch noch nichts gesagt, deswegen auch sagen wir natürlich ein paar Worte zu. Imam Ahmad ibn Hanbal heißt eigentlich Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Aber man nennt meistens, wenn man sagen würde, Ahmad ibn Muhammad, ich meine, Allahu a'lam, wie viele Muslime es gibt, die Ahmad ibn Muhammad heißen. Okay? Deswegen nennt man ihn nach einer Person, man nennt einen, in solchen Fällen einen Menschen nach einer Person aus seiner Genealogie, deren Name außergewöhnlich ist, dass man ihn daran erkennt. Okay? Und Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, er ist natürlich derjenige Imam, ebenfalls nachdem heutzutage eine ganze Rechtsschule benannt wird, die Hanbaliyya, deren Anhänger man Hanabila nennt. Obwohl ich auch hier sehr wichtig betonen muss, diese Imame haben keine Rechtsschulen gegründet. Diese Imame haben keine Rechtsschulen gegründet, sondern diese Imame haben ein immenses Wissen gehabt, sie haben das weitergegeben und sie haben den Segen von Allah gehabt, dass sie Schüler hatten, die ihr Wissen aufgeschrieben haben, geordnet haben, weitergegeben haben, gelehrt haben und ganz richtig weiterentwickelt haben. Denn das, was man als hanbalitische Rechtsschule oder schafi'itische oder wie auch immer bezeichnet, ist bei weitem nicht das alles, was der Imam gesagt hat, sondern viel mehr. Viel mehr. Und deswegen, diese Imame, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und ihnen Barmherzigkeit schenken. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie gesegnet. Und sie haben viele Anhänger heutzutage. Und man nennt die Anhänger, die eben meistens dem Imam folgen, nach dem Namen des Imams. Es ist aber keine Sekte. Es ist keine eigenständige Aqidah-Schule. Also jemand kann Hanbali sein und trotzdem in der Aqidah, Gott bewahre, falsche Auffassungen vertreten. Das ist möglich, theoretisch und praktisch auch. Und so weiter und so fort. Tayyib, so viel zu dem Imam Ahmad, oder besser gesagt, Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, war natürlich bekannt im Gegensatz zu den anderen, alle vier bekannten Imame der vier Rechtsschulen, sowohl Abu Hanifa als auch Malik, als auch Muhammad ibn Idris al-Shafi, als auch Imam Ahmad ibn Hanbal, alle waren bekannt für ihr Wissen im Fiqh natürlich. Aber Imam Ahmad zusätzlich hatte eine Auszeichnung gehabt, die durch ihr den anderen zuvorgekommen ist, und zwar sein Wissen über die Hadith-Wissenschaft. Sein Wissen über die Hadith-Wissenschaft. Und deswegen, Imam Ahmad war nicht nur ein Faqih, sondern er war auch ein Muhaddith, das heißt ein Hadith-Gelehrter und ein Hadith-Überlieferer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Und er gehört zu denjenigen, die über die Atba' al-Tabi'in überliefern. Also gehört nicht mehr zu den ersten drei Generationen, obwohl es in manchen Überlieferungen Propheten auch von vier Generationen die Rede ist. Aber er überliefert über die Atba' al-Tabi'in und er ist gestorben 241 und man nennt ihn Imam des Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Der Imam der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala durch ihn den Glauben vieler Muslime bewahrt hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er sagte, Imam Ahmad rahimahullah, über den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, steht kurz auf Arabisch vor: Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir. Unser Herr, gesegnet und erhaben ist er, steigt jede Nacht zum Himmel der Erde herab, wo er während des letzten Drittels der Nacht verweilt. Imam Ahmad sagte über diesen Hadith und auch über den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Innakum
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. Ihr werdet wahrlich euren Herrn sehen, so wie ihr diesen Mond seht, und ihr werdet, wenn ihr ihn erblickt, keinen Schaden nehmen. Imam Ahmad sagte über diese beiden Überlieferungen und über andere, in denen es um die Sifat Allahs geht, die Eigenschaften Allahs geht: Wir glauben daran und bestätigen es, ohne nach dem Wie zu fragen und ohne irgendeine Deutung vorzunehmen. Wir lehnen nichts davon ab und wir wissen, dass das, womit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kam, die Wahrheit ist, wenn es eine authentische Überlieferungskette aufweist. Wir weisen Allahs Worte nicht zurück und wir gehen bei der Beschreibung Allahs nicht über das hinaus, womit er sich selbst beschrieb. Wir reden nicht von Grenzen, nichts ist ihm gleich. Subhanahu wa ta'ala. Also der Imam hat durch sehr viele schöne Sachen gesagt, aber auch sehr wichtig, er sagt, wir reden nicht von Grenzen. Das heißt, in manchen Aqidah-Büchern, und das find, diesen Fehler findet man auch in der Aqidah Tahawiyyah zum Beispiel wieder, da ist die Rede von, dass Allah keine Grenzen hat, kein Had hat. Wir sagen, Subhanallah, hast du das im Koran gelesen? Hast du es in der Sunna gelesen? Bestätigt oder abgelehnt? In irgendeiner Weise steht im Koran drin etwas von Grenzen? Nein. Steht drin, dass er keine Grenzen hat? Auch nein. Warum willst du darüber reden? Warum willst du über Allah etwas sagen, wovon du kein Wissen hast? Halt dich einfach zurück. Deswegen, wir reden nicht von Grenzen, weil Allah auch nicht davon geredet hat. Und Sache ist erledigt. Wenn jemand dich fragt, ist Allah grenzenlos oder hat er Grenzen? Du sagst, Allah hat mir im Koran nichts darüber gesagt. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, der sich über Allah am besten auskannte, hat darüber auch nichts gesagt. Und deswegen halte ich mich zurück, genauso wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, und die Sahaba, radiallahu anhu, sich darüber zurückgehalten haben. So einfach ist die Angelegenheit. Ein weiteres Zitat. Und das ist sehr wichtig, denn, liebe Geschwister, wer sich nämlich beschäftigt mit dieser Thematik, findet, dass die Mubtadi'a, das heißt die Leute, die anderen Sekten angehören, sie benutzen Aussagen von Imamen, und wir sagen, Subhanallah, wenn du Aussagen von Imamen hast, so haben wir hier auch Aussagen von Imamen. Fertig. Ganz, ganz objektiv, also ganz fair, ohne zu übertreiben. Du hast Aussagen von Imamen, die dieser anderen Glaubenslehre folgen. Okay, wir akzeptieren, dass das gilt und gab und auch geben wird. Das ist kein Problem. Aber du musst wissen, Imam al-Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal und die anderen immer, die wir gleich vorlesen werden, die haben die Glaubenslehre vertreten von Koran und Sunna. Oder zumindest, sie haben eine andere Glaubenslehre vertreten. So, was machen wir, wenn es einen Konflikt gibt? Was machen wir, wenn zwei Leute sich uneinig sind über Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam? Allahu Akbar. Du guckst im Koran nach, du guckst in der Sunna nach und guckst, wem von beiden Gruppen Recht gegeben wird. So einfach ist die Angelegenheit. Ein weiterer Gelehrter, möge Allah mit ihm zufrieden sein, Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn ibn Abdullah al-Ajurri al-Baghdadi, gestorben 360, er sagte, Rahimahullah, wisset, möge Allah mir und euch Besonnenheit in Wort und Tat schenken, dass jene, die der Wahrheit verpflichtet sind, Allah azza wa jall so beschreiben, wie er sich selbst beschrieben hat und so, wie sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam ihn beschrieben hat. Und so wie die Gefährten ihn beschrieben haben, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Das ist die Lehre jener Gelehrten, die diesem Weg folgen, nichts neu ersinnen und diesbezüglich nicht sagen, wie, sondern die sich ihm unterwerfen und daran glauben. Das sagt er in seinem Buch Al-Sharia, ist ein Autor vieler Werke, eines davon ist dieses. Ibn Khuzaymah, Rahimahullah. Ibn Khuzaymah ist Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah. Aber auch hier, wenn wir sagen Muhammad ibn Ishaq, dann ist das zu verwechseln vielleicht mit dem berühmten Sira-Gelehrten. Ne? Aber Ibn Khuzaymah, so ist er bekannt. Ibn Khuzaymah war ein Hadith-Gelehrter mit einer eigenen Hadith-Rechtsschule. Und Ibn Khuzaymah war ein Hadith-Sammler und Hadith-Überlieferer. Rahimahullah ta'ala.
und er hat zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch At-Tawhid und unter anderem eine berühmte Hadith-Sammlung, die wir abgekürzt nennen, Sahih ibn Khuzaybah, in dem er Hadithe aufgenommen hat, die alle gemäß seinen Bedingungen Sahih sind. Genau wie Imam Bukhari ein Buch geschrieben hat, wo er Hadith aufgenommen hat, die alle Sahih sind nach seinen Bedingungen, so hat Ibn Khuzaymah das Gleiche gemacht. Und natürlich waren seine Bedingungen nicht so streng wie von Imam al-Bukhari. Deswegen habe ich gesagt, seine eigene Hadith-Rechtsschule, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er ist gestorben im Jahr 311. Und dieser Imam von Ahl al-Sunnah, rahimahullah, wurde in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs über das Sprechen gefragt, al-Kalam, und sagte, die bedeutenden Gelehrten der Muslime und die hervorragenden Vertreter der Rechtsschulen wie Malik, Sufyan, Al-Awza'i, Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq, Yahya ibn Ma'in, ibn Mubarak, Abu Hanifa und so weiter sprachen nicht darüber, untersagten es ihren Anhängern, sich darüber zu vertiefen, und verwiesen sie auf Koran und Sunna. Ein hervorragender Satz, bei dem wir uns theoretisch noch Stunden aufhalten könnten, bin ich ziemlich sicher. Aber ich möchte, in der Kürze liegt die Würze. Aber das Interessante an seinem Satz, nebenbei gemerkt, neben dem, was er natürlich deutlich auch sagt, ist, er sagte, die hervorragenden Vertreter der Rechtsschulen, wie viel hat er denn genannt? Malik, Sufyan, Al-Awza'i, Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq, Yahya bin Ma'in, Abdullah bin Mubarak und Abu Hanifa. Weit von 9. Ja. Warum? Weil wir gesagt haben immer wieder, dass diese Sache im Laufe der Geschichte, jeder Gelehrte, der Schüler hat, du kannst seine Lehre als eine Rechtsschule bezeichnen. Nur den Begriff verdient man natürlich erst, wenn es auch wirklich viele Anhänger gibt, muss man ehrlich sagen. Und diese Imame waren alles Imame von Fiqh. Und keiner kann behaupten, dass die vier, die bekannt geworden sind, mehr Wissen hatten, als die anderen, die nicht weniger bekannt geworden sind. Und deswegen, liebe Geschwister, deswegen, wenn heutzutage jemand kommt und sagt, muss man einer Rechtsschule angehören, oder er verpflichtet die Menschen und sagt, du musst einer der vier Rechten angehören, der hat, zumindest können wir sagen, die islamische Geschichte nicht gelesen. Ohne dass wir vielleicht zu hart werden und sagen, redet über Allah ohne Wissen, weil er verpflichtet die Menschen zu etwas, wozu Allah Azza wa Jal die Menschen nicht verpflichtet hat. طيب. Aber auch ein paar Begriffe, bisschen kurz was die Biografien dieser Imam, über Allah mit ihm zufrieden sein. Über Malik haben wir schon gesprochen letztes Mal. Sufyan. Wenn man Sufyan meint, dann meint man entweder Sufyan ibn Uyayna oder Sufyan al-Thawri. Wir reden hier von Sufyan al-Thawri. Er heißt Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq. Und er gehört zu der Generation der Atba' al-Tabi'in, zu der dritten Generation. Und Imam al-Zahabi, rahmatullahi ta'ala, Imam al-Zahabi ist ein Imam al-Sunnah Jama'a und er ist ein Autor zahlreicher Werke und Hadith-Gelehrter, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und er sagte, er hat ein schönes Buch geschrieben, Sir A'lam al-Nubala. Das ist eine Biografie der großen Persönlichkeiten der islamischen Geschichte. Ein wunderbares Werk, möge Allah ihn dafür belohnen. Er bezeichnet Sufyan al-Thawri in diesem Buch als Sheikh al-Islam. Und Yahya bin Ma'in, einer der großen Hadith-Gelehrten und Kritiker von Überlieferern, er bezeichnet Sufyan al-Thawri als Führer der Gläubigen bezüglich der Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auch Shu'ba machte das und andere. Und dieser Begriff Amirul Mu'minin al-Hadith ist sozusagen die höchste Auszeichnung, die jemand bekommt, aufgrund seines Wissens und weil er auch danach handelt, über die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er ist gestorben im Jahr 161. Deswegen gehört zu der Generation der Atba' al-Tabi'in. Das ist Sufyan. Wir haben aus der Generation der Tabi'in, der Atba' al-Tabi'in und der danach alles Aussagen von Imamen, die das lehren und vertreten, was wir lehren und was wir vertreten, dass wir wissen, unsere Aqida ist keine Bid'a, unsere Aqida ist keine neue Erscheinung seit Muhammad ibn Abdul Wahhab oder Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, was viele Leute denken.
sondern unser Aqida ist gegründet auf Koran und Sunna und gemäß dem Verständnis dieser edlen Imame. Ebenso Al-Auza'i, über ihn haben wir schon gesprochen, Faqih al-Sham, haben wir gesagt, ist der Großgelehrte Großsyriens. Und Imam al-Shafi'i haben wir schon gesprochen, Imam Ahmad auch, und Ishaq. Ishaq, rahimahullah ta'ala, gemeint ist Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh. Und übrigens, manche sprechen den Namen anders aus, das als Nebeninformation. Manche sagen Rahuya. Man kann beides lesen, was die Zeichen angeht, Rahawayh oder Rahuya. Und manche Gelehrte bevorzugen Rahuya, weil es gibt einen unauthentischen, einen Daif Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder es gibt einen Daif Hadith, in dem der Shaitan, einer seiner Namen, Uwayh, genannt wird. Und deswegen vermeiden sie das so zu lesen. Aber wir sagen, erstmal bekannt ist es Rahawayh. Und zweitens, wenn der Hadith Daif ist, was interessiert uns der Hadith? Tayyib, dieser Imam, möge Allah ihn belohnen, ein Zeitgenosse Imam Maliks, rahimahullah, Ishaq ibn Rahawayh, war ein Hadith-Sammler, ein Fiqh-Gelehrter und er gehört zur Generation der Atba' al-Tabi'in. Und er ist gestorben im Jahr 238. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und ihm Barmherzigkeit schenken. Dann sagt er weiter, Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, war ein Zeitgenosse Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, und ein enger Freund von ihm, bis die Fitna über den Koran eskaliert ist. Und er war ein Hadith-Gelehrter und Hadith-Überlieferer und gestorben im Jahr 233. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihm Barmherzigkeit schenken. Dann hat er erwähnt Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, war ein Fiqh-Gelehrter und bekannt für seine Askese und auch aus der Generation der Atba' al-Tabi'in, gestorben im Jahr 181. Und dann zu guter Letzt erwähnte er Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, und zwar Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibn Thabit, das ist sein Name. Imam Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, rahimahullah ta'ala, ebenfalls einer der vier großen Fiqh-Gelehrte, nach denen, wie gesagt, eine ganze Rechtsschule bezeichnet worden ist. Er ist aus der Generation der Atba' al-Tabi'in und gestorben im Jahr 150, rahimahullah. Und über diese Imame sagt er, sie alle sprachen nicht darüber, das heißt über die Art und Weise der Eigenschaften im Namen Allahs, und sie untersagten es ihren Anhängern, sich darin zu vertiefen, denn dann kommt man nämlich zu solchen Fragen, und verwiesen auf Koran und Sunna. Das heißt, wenn du wissen willst, was du über Allah sagst, sag einfach das, was im Koran und Sunna steht. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, ebenfalls ein großer Gelehrter für Ahl Sunna al-Jama'a und Autor zahlreicher Werke. Und man nennt ihn Hafidhu al-Maghrib, das heißt der Großgelehrte, weil Hafiz ist der Name eines Großgelehrten, der sehr immenses Wissen gehabt hat. Man nennt ihn der Hafiz von al-Maghrib, das heißt Maghrib sind die maghrebinischen Länder, die Gegend von heutzutage Marokko und so weiter und so fort. Und er war ein malikitischer Gelehrter und Richter und Hadith-Gelehrter. Möge Allah subhanahu ihm vielmals belohnen für das, was er für die Umma gemacht hat. Er ist gestorben im Jahr 463, im gleichen Jahr, wo auch Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala gestorben ist. Er sagte, das ist auch schön, weil er ein malikitischer Gelehrter ist, denn es gibt einige Malikiyya, die heutzutage nicht mehr der Aqidah al-Sunna al-Jama'a folgen. Insofern haben wir hier eine Aussage einer Person, einer von ihnen sozusagen. Er sagte, die Ahle Sunna bestätigen einmütig alle Eigenschaften Allahs, die in Koran und Sunna überliefert werden, und den Glauben daran, und sie bestätigen diese als Wahrheit und nicht im übertragenen Sinne. Sie fragen jedoch nicht nach Art und Beschaffenheit dieser Eigenschaften. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, bei ihnen haben wir kurz schon was gesagt, die Lehre der frommen Vorfahren der muslimischen Gemeinschaft und ihrer großen Gelehrten ist, dass Allah so beschrieben wird, wie er sich selbst beschrieben hat und so, wie sein Gesandter ihn beschrieben hat, ohne Entstellung, Tahrif,
ohne die Bedeutung zu leugnen, Ta'til, ohne nach dem Wie zu fragen, Takif, und ohne seine Eigenschaften mit jenen des Geschaffenen gleichzusetzen. Tamthil, barakallahu fik. Sie bekräftigen hinsichtlich Allahs jene Eigenschaften, die für ihn bestätigt sind, und weisen die Gleichheit mit Erschaffenen von ihm zurück. Sie bekräftigen die Vollkommenheit seiner Eigenschaften und lehnen es ab, hinsichtlich Allahs Vergleiche aufzustellen. Das ist auch wichtig zu wissen, weil Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wurde von seinen Feinden verleumdet. Und man hat über ihn gelogen und ihm vorgeworfen, er würde diesen Tamthil machen. Ja, man hat ihm Dinge vorgeworfen, die einfach nicht stimmen, einfach gelogen. Teilweise lügt man über ihn, indem man sogar Aussagen von seinem Buch nimmt, und die er nicht gemacht hat, sondern er zitiert andere. Müsst ihr euch mal vorstellen. Also er zitiert irgendeinen Mubtadi' und dann kommt jemand und sagt, guck, im Buch von Sheikh Islam steht das und das drin. Und schreibt es ihm zu. So wird über ihn, über die Imam der Rayyam geleugnet, gelogen. Und hier sagt er ganz klar, dass die Ahle Sunnah eben nicht Allah mit seinen Geschöpfen vergleicht oder gleichsetzt. Sie erklären ihn, subhanahu wa ta'ala, erhaben über jeglichen Mangel und über das Leugnen der Bedeutung seiner Eigenschaften, erhaben über die Verähnlichung mit dem Menschen und über jeden Vergleich, eine Bestätigung, die keinen Vergleich zulässt, und ein Fernhalten Allahs von nicht-göttlichen Eigenschaften, ohne die Bedeutung zu leugnen. Und dann zitiert er die Ayah aus dem Koran, لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts ist ihm gleich, und er ist der Allhörende und Allsehende. Er sagt, diese Ayah ist eine Antwort auf diejenigen, die Allah mit Geschaffenem gleichsetzen, und er ist der Allhörende und Allsehende, ist eine Zurückweisung des Absprechens der Bedeutung. Darüber werden wir uns natürlich noch ausführlich unterhalten, aber diese Ayah, wer sie verinnerlicht, sieht, Allah subhanahu wa ta'ala, was lehnt er ab? Dass er mit Geschaffenem gleichgesetzt wird. Aber was schreibt er sich zu? Er schreibt sich Namen zu. Er schreibt sich Bedeutungen zu. Er schreibt sich Eigenschaften zu. Aber welche sind es, die er sich selbst zugeschrieben hat? Also sollst du einfach das sagen, was Allah selbst gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Und das letzte Zitat für heute, liebe Geschwister, ist die Aussage von, wir sind jetzt mehr oder weniger chronologisch vorgegangen, mehr oder weniger, sage ich mal, weil Sheikh Ibn Taymiyyah ist ja gestorben 728, rahimahullah ta'ala, und dann erst, Gefängnis, ja, und dann erst hat man seinen Schüler Ibn Qayyim auch freigelassen aus dem Gefängnis, denn die Menschen damals wurden nicht nur eingesperrt wegen Verbrechensdelikte, sondern auch wegen ihrer Überzeugungen, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, was sie alles ausgehalten haben. Ibn Qayyim hat viele Probleme bekommen durch manche Fatawa, die er erwähnt hat, aber nicht, weil sie an sich falsch waren, sondern es gibt manchmal verschiedene Ansichten über bestimmte Themen, aber wenn damals derjenige Herrscher damit nicht einverstanden war, hat er ihn dann einfach eingelocht, wie bei ihm. Ibn Qayyim sagte, rahimahullah ta'ala, die Gefährten stritten über vielerlei Rechtsfragen, vielerlei Fiqh-Fragen. Die Gefährten des Sahaba haben diskutiert über viele Fiqh-Fragen. Und dies, obwohl sie die Herren der Gläubigen und diejenigen von vollkommensten Glauben in dieser Gemeinschaft sind. Sie stritten jedoch nicht über eine einzige jener Fragen, die Namen, Eigenschaften und Handlungen Allahs betreffen. Interessant. Wir haben keinen einzigen Hadith, wo zwei Sahaba radiallahu anhum diskutiert haben. Wir haben das über größere Themen, über Zinsen. Wir haben manche Form von Zinsen. Wir haben über das Streichen über Socken. Wir haben über, ob man Russel machen muss, wenn man nicht ejakuliert hat. Und so weiter und so fort. Wir haben Themen, über die Sahaba sich gestritten haben, im Sinne von diskutiert haben und unterschiedliche Meinungen gehabt haben. Aber über die Glaubensüberzeugung in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs haben wir keine Meinungsverschiedenheiten. Er sagt weiterhin, Rahim ibn Qayyim, rahimahullah, vielmehr bestätigen sie alle vom ersten bis zum letzten einmütig die diesbezüglichen Aussagen aus Koran und Sunnah. Zitat Ende. Der Autor sagt, ähnliche Aussagen sind zahlreich zu finden.
Ähnliche Aussagen, liebe Geschwister, sind zahlreich zu finden. Wer dementsprechende Bücher aufschlägt, wird sehen, es gibt sehr viele Aussagen der Imam von Ahl Sunnah. Und das war wirklich ein Auszug davon, aber genügend, um zu zeigen, in verschiedenen Epochen der islamischen Geschichte gab es diese Menschen, die das geglaubt haben, was wir auch glauben. Und damit niemand kommt und sagt, die Aqida der Salafiyya oder wie sie auch immer sie nennen, sei eine neue Erscheinung. Nein, das ist keine neue Erscheinung. Wir haben das jetzt gerade ausreichend bewiesen. Wir fassen zusammen, ganz kurz, in vier Punkten. Erster Punkt, wir haben erklärt, warum der Tamthil besser ist, als Tashbih zu verwenden. Warum Tamthil zu verwenden besser ist als Tashbih. Wir haben das erklärt, weil Allah das im Koran erwähnt hat, hauptsächlich und weil, also hauptsächlich, das sind die Gründungen, weil Allah das im Koran erwähnt hat und weil eine gewisse Ähnlichkeit hinsichtlich der Bedeutung des Wortes vorhanden ist, sonst würde ja nicht das gleiche Wort verwendet werden. Zweiter Punkt, wir haben die wichtigsten Grundsätze der falschen Überzeugungen kennengelernt, nämlich der Asch'ariya, Mu'taziliya und Jahmiya. Und wir sagen, und hier füge ich noch ein Wort hinzu, es wird wohl kaum jemand geben heutzutage, der sich nennt, ich bin ein Asch'ari oder Mu'tazili oder Jahmi, aber ihre Überzeugungen, ihre Gedanken, sie sind noch vorhanden. Wie wir öfter sagen, ihre Gedanken sind noch vorhanden. Und der eine sagt, ich bin ein Sunnit, aber in Wirklichkeit das, was er vertritt, ist nicht die Aqidah der Ahl Sunnah, sondern es ist etwas anderes. Deswegen müssen wir mal aufpassen, wenn jemand etwas behauptet, stimmt diese Behauptung überhaupt mit der Realität überein. Dann haben wir als dritten Punkt kennengelernt, dass das ursprüngliche Problem dieser Sekten der Tamthil an sich ist. Denn sobald sie etwas hören über Allah subhanahu wa ta'ala im Koran oder in der Sunnah, dann haben sie Angst vor dem Tamthil und leugnen deswegen die offensichtliche Bedeutung des Wortes. Wir sagen ihnen, es gibt keinen Tamthil. Wir setzen Allahs Namen und Eigenschaften nicht mit denen der Geschöpfe gleich und schon sind wir aus dem Schneider, was das Problem angeht. Und der vierte Punkt war sehr wichtig. Wir haben Aussage unserer anerkannten großen Gelehrten. Wir sagen dazu Imame. Ein Imam bezeichnet als jemand, der ein großer Gelehrter ist und ein Vorbild ist. Ein großer Gelehrter ist ein Vorbild ist, was sein Wissen angeht. Das heißt, dafür bekannt war, es umzusetzen, doch danach gelebt hat. Und wir haben ihre Aussagen über den Tauhid kennengelernt und wir fragen, wer ihnen im Fiqh vertraut, warum vertraut er ihnen dann nicht mehr in der Aqidah? Sind sie in der einen Sache vertrauenswürdig, in der anderen nicht? Wenn ja, gebt uns euren Beweis, wenn ihr wahrhaftig seid. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.